Fulda. Hier öffnen sich die Tore zu barocker Lebenslust. Unweit davon lockt die Rhön, eine Landschaft, in der man im Einklang mit der Natur leben und arbeiten kann. Fulda ist eine der schönsten Barockstädte Deutschlands, einzigartig in ihrer architektonischen Pracht. Der Dom, ein Meisterwerk barocker Baukunst, entstanden zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Er ist das Wahrzeichen der Bischofsstadt und ein Symbol ihrer religiösen Bedeutung, deren Wurzeln weit ins Mittelalter zurückreichen. Dass man am Dom noch Spuren des Mittelalters entdecken kann, sieht man ihm auf den ersten Blick nicht an. Und das wissen auch nur wenige. Günther Elm zum Beispiel. Er liebt es, seiner Stadt und ihren Bauwerken immer wieder neue Geschichten und Facetten zu entlocken. Eine Fähigkeit, ohne die der ehemalige Opel-Mechaniker in seiner Heimatstadt nicht so bekannt wäre, als Karnevalist und bekennender Fulda-Liebhaber. Günther Elm führt uns zu seiner neuesten Entdeckung, vorbei am Hochaltar, wo die Messen zelebriert werden. Hier im Dom versammelt sich auch der Klerus zum feierlichen Gottesdienst, immer wenn die Deutsche Bischofskonferenz eröffnet wird, die in Fulda stattfindet. Ganz versteckt inmitten des barocken Prunks kennt Günther Elm eine Tür, die gewissermaßen tief ins Mittelalter führt. Jetzt kommen Sie mal mit. Jetzt steigen wir den Dom aufs Dach. Hoch geht es durch den Turm, dessen mittelalterliche Mauern erhalten blieben. Seit Günther Elm zum ersten Mal hier hochsteigen durfte, fasziniert es ihn, dass der Dombaumeister Johann Dienzenhofer Teile der mittelalterlichen Basilika verwendete, die rund 900 Jahre zuvor an diesem Ort errichtet worden war. Es ist eine ganz schöne Kletterei, bis man oben ist, aber die Mühe lohnt sich. Also ich glaube, so einen Blick, den haben die wenigsten von euch je erlebt. Ich bin ganz stolz darauf, dass ich das sehen kann. So eine Aussicht, wer hatte ich schon? Ein Traum, ein Panorama, Frauenberg und Propstei drüben am Neuenberg, die Stadtpfarrkirche und eine Perspektive, das kann man nur erleben. Hier wurde ein Kloster gegründet. Ja, 12. März 744 hat der Stürmius das Kreuz aufgestellt für den Bonifatius, also im Auftrag von Bonifatius, der ja dann zum Apostel der Deutschen wurde. Der das Kloster und die Stadt reich beschenkt hat mit seiner Grablege, weil er sich hier hat beerdigen lassen. Das Grab des heiligen Bonifatius in der Krypta des Doms. Der englische Benediktinermönch hatte das Christentum in das heidnische Germanien gebracht. Sein Schüler Sturmius gründete in seinem Auftrag das Kloster Fulda. Die Christianisierung stieß auf Widerstand. Bonifatius wurde ermordet. Das Kloster aber wurde zum religiösen Mittelpunkt und begründete den Aufstieg der Stadt Fulda, die nordöstlich von Frankfurt am Main zu Füßen der Rhön liegt. Ihre Glanzzeit und ihren Aufstieg zum Bischofssitz erlebte die Stadt im 18. Jahrhundert. Damals wurde fast zur gleichen Zeit wie der barocke Dom auch das Schloss gebaut, die ehemalige Residenz der Fürstäbte und Fürstbischöfe von Fulda. Das 18. Jahrhundert war eine besonders sinnenfrohe Epoche, in der auch Kirchenfürsten wie die in Fulda weltlichen Genüssen durchaus nicht abgeneigt waren. Für Günther Elm ein Grund, diese Fürstbischöfe sehr sympathisch zu finden. Sind Katholizismus und weltliche Lebensfreude nicht eigentlich Gegensätze, die einander ausschließen? Nein, auf keinen Fall. Das haben uns die Fürstäbte ja schon vorgelebt. Die haben zwar ihrem Herrgott ein schönes Haus gebaut, aber sie haben auch an sich gedacht. Das sieht man an dem wunderschönen Schloss, worin man gut leben konnte, vor allen Dingen gelebt hat und auch ja, ausgelebt hat. Musik.
Barocke Sinnenlust. Die Räume des Schlosses spiegeln die Prachtentfaltung des Absolutismus und dienten einst der Repräsentation der Fürstbischöfe. Unter diesem Deckengemälde, der Darstellung eines antiken Göttermals, speisten die katholischen Herrscher nur bei besonderen Anlässen, etwa wenn hohe Gäste nach Fulda kamen. Heute versucht die Stadt, den Lebensstil einer vergangenen Epoche in Erlebnisführungen wieder lebendig werden zu lassen. Schauspieler schlüpfen dabei in historische Kostüme. Wenn ich mich Ihnen vorstellen darf, mein Name ist Adelheid von Jetz. Ich habe hier bei Hofe die Stellung des Schokoladenmädchens inne. Mein Fürst wünscht, dass ich ihm stets zur selben Zeit und mit derselben Zeremonie die Schokolade zubereite. Der Fürst ist ja noch nicht da. Die Tradition barocker Lebenslust hat Fulda geprägt. Günther Elm zeigt uns Orte in der Altstadt, wo man besonders gut schlemmen kann. Die wunderschöne Gasse, hier ist irgendwas los, hier gibt es auch was Gutes zu essen. Schmeckt sie denn gut? Danke. Das ist die Hauptsache. Wir sind in der Pfandhausstraße. Das ist einfach eine gemütliche Ecke. Sie ist fernab vom großen Verkehr, fährt kein Auto durch, kein Motorrad, es ist ruhig. Und man kriegt hier wunderschöne Weine zu trinken, hervorragend gepflegte Speisen. Und es ist die Enge, die Dichte auch von den Gaststätten. Und die allerdings ist beeindruckend. Es gibt einfach alles. Alte Wirtshäuser, unzählige Straßencafés, Restaurants und Bistros an fast jeder Ecke. Jetzt sind wir hier in der Marktstraße, ein belebtes Eckchen von Fulda. Es hat sich natürlich gewandelt. Hier waren früher viele alte Gaststätten drin. Und die Geselligkeit spielt in Fulda natürlich eine große Rolle. Deshalb gibt es bis zum heutigen Tage unheimlich viele Gaststätten. Die Leute treffen sich gerne. Die feiern, trinken sich ein, abends nach Feierabend oder am Mittag, man sieht sie an den Cafés. Fast die ganze Altstadt von Fulda hat man in eine Fußgängerzone umgewandelt und die alten Häuser stilsicher restauriert.